So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute eine kleine kurze Folge, denn der Klempner ist gleich da und wir haben heute ziemlich viel Stress. Heute ist übrigens Montag, ich nehme das schon auf für Dienstag, abends dann wieder Stream, ihr wisst Bescheid. Ditschen ist auch am Start, der steht da hinten irgendwo, der raucht sich eine. Ich stelle euch mal hier auf die Brücke, auf die X-Ray Arena, die Brücke der Technik und... Erstmal wollte ich einen Knurs ausgeben. Ich habe daraus der Spezialforschung da einen Knurs bekommen. Das wollte ich mal füttern, dass der Dude hier volle Herzen bekommt, doppelte Herzen, richtig mega Laune. Geht das mit schneller Snack? Ja, geht's. Ich fütter das erste Mal jetzt einen Knurs, habe ich noch nie. Guckt euch das an, wie er das wegfrisst. Sieht aus wie Adi beim Frühstück. Zack, ist auf jeden Fall voll. Geht mit ihr auf ein Abenteuer, ihr müsst den jetzt nicht mehr streicheln, ihr müsst nichts machen, alles ist voll, das ist orange, alle Herzen sind da. Ach so. Aber nur bei dem Snack geben. Das heißt, wir müssen trotzdem kämpfen, einen Schnappschuss machen und so weiter. Das sieht man mal, ich habe keine Ahnung, wie das Knusp funktioniert. Aber das ist eigentlich noch nicht das Thema von der Runde, von der Folge. Wir wollen nämlich was anderes machen. Wir wollen uns mal um Praktibulk kümmern. Shiny Praktibulk und das normale Praktibulk mal ein richtig gutes Meistergrief entwickeln und hochziehen eventuell. Dann können wir ja trotzdem mal spielen hier mit der Gurke. So, ein bisschen streicheln, da freut er sich. Ihr seht hier, Brücke der Technik. Wir stehen hier hinter der Brücke, da ist der Kanal, da riecht es auch ordentlich, also kämpfen müssen wir nachher noch in Ruhe. Jetzt hat er hier auf jeden Fall nichts bekommen, das klappt ja wieder mal wie am Schnürchen, richtig gute Sache. Wir müssen das ein bisschen ablaufen lassen und dann können wir nochmal die anderen Sachen machen. Wir gehen jetzt aber mal hier rein, suchen mal Praktibulk. So, wir müssten jetzt hier drei Shinies haben. Wir haben nämlich hier unten eins, das ist das schwächste, 712, das können wir auch mal bewerten. Hat sogar 15 Angriff, das lassen wir aber so. Nehmen dann das zweite mit 723, das entwickeln wir einmal. Ja, 12, 12, 14 dürfte das haben. Das kostet halt jetzt 50 Bonbons, das ist das Traurige. Wir entwickeln das trotzdem einmal. Shiny Praktibulk zu Shiny Strepoli entwickelt, ist aber getauscht. Ich habe ja mit den kleinen Accounts, das sage ich jedes Mal, wenn es irgendeinen Shiny gibt im einer Raid, egal ob Click, egal ob Shinux, egal ob sonst was, ich bin immer hergegangen, habe mir immer kleine Raids genommen, habe mir den Raids die täglichen Pässe gemacht. Jetzt haben wir hier einen Strepoli mit 1205 und das höchste Shiny, das ist nämlich das mit 726. Das entwickeln wir jetzt einmal durch. 14 Angriff, okay. Brauchen wir leider auch nochmal 50 Bonbons, aber dann kostenlos, weil die sind alle drei getauscht. Und mir wäre es zu viel, jetzt mit dem großen Account ständig Pässe auszugeben für irgendwelche kleinen Einer-Raids. Ich will immer die Fünfer mitnehmen, weil ich immer das Beste vom Legendären haben möchte, in der Hoffnung, einen Hunderter zu bekommen, Bonbons zu sammeln, die Erfahrungspunkte und die Items maximal mitzunehmen. Wie ihr seht, die Kosten sind hier null. Wir können das also jetzt noch entwickeln. Shiny Strepoli zu Shiny Meistergriff. Machen wir auf jeden Fall. Nehmen wir mit. Und wenn wir das dann haben, nehmen wir noch das Beste, was wir haben. Hauen ordentlich Bonbons drauf, ziehen das hoch, entwickeln das durch. Ich hoffe, das funktioniert auch. Und ich hoffe, das ist nur so gut, weil es getauscht war. Aber es dürfte ein Lucky sein, was übrig ist. Jetzt habt ihr also noch ein Shiny Meistergriff. Griff 1866. 63 Bonbons übrig, auch hier die Shiny-Familie voll. Und ihr seht schon, hier sind ein paar. Eigentlich müsste ja, je höher die WP ist, desto besser dürfte das sein. Die sind aber, glaube ich, mit Wetterboost. Das sieht schon einigermaßen gut aus. Das ist günstiger, ist aber schlechter. Das ist noch schlechter, aber jetzt kommt die Überraschung. Wir haben hier eins mit 749 WP. Und das ist ein 98er mit 15, 15, 14 aus Nordrhein-Westfalen. Das werden wir jetzt auch nochmal entwickeln. Ihr seht, einmal geht das hier hoch. Mit 50 Bonbons wird es entwickelt. Richtig heftige Sache. Weil es Level 20 ist, müssten wir theoretisch 248 Bonbons brauchen, um das komplett hochzuziehen. Wir gucken mal, ob sich das noch ausgeht. Weil es getauscht ist, ist ja ein Lucky, ein getauschte, also Luckys sind immer getauscht, entwickeln wir das eben jetzt noch zum Lucky Meistergriff. Jetzt ist schon wieder der hässliche Wind da. Ich muss mich beeilen, um 3 kommt der Klempner. Um 3 ist der Klempner da.
Ging aber schnell, wunderbar. Der neue Vermieter, ne? Heftig die Wucht. Da gebe ich Props raus. Jetzt sind wir bei 1903. Wir bräuchten jetzt 248 Bonbons, um den, glaube ich, komplett hochzuziehen. Ich gehe mal hier drauf. Ich mach's einfach, ich hau's jetzt einfach raus. Ich gebe mal die ganzen Bonbons drauf, bis wir 248 haben. Hoffe, dass das dann passt. So, ich. Ich bin noch weit von 248 entfernt. So, 248, haben wir danach. 233 wandeln wir jetzt um. Jetzt gehen wir auf Power-Up. Ihr seht, wie der Bogen hier wächst. Er ist voll, 248 Bonbons, 112.500 Staub und müsste dann 3.331 haben auf Level 40. Wir machen ein Power-Up, was komplett alles dazu dichtet. 1.428 WP dazu bekommen einfach. Level 40, 3.331 WP. Lucky, Meistergriff, Lucky 98er mit Gifthieb und Steinkante. Das ist eigentlich Quatsch, da braucht man noch ein paar Kampfmoves. Die können wir, glaube ich, auch noch hier drauf geben. Beziehungsweise können wir das tausendmal variieren, wie wir möchten. Wir wollen aber jetzt hier das Kampfset machen, einfach mal Konda Wuchtschlag, wie beim Machomai. Also, ihr wisst Bescheid. Habt ihr auch schon einen Meistergriff entwickelt? Habt ihr schon einen Shiny Meistergriff entwickelt? Habt ihr alle drei Shinies von der Praktibalk-Familie? Schreibt es mal in die Kommentare. Und was ist euer bestes Meistergriff? Habt ihr sogar einen 100er? Habt ihr es hochgezogen? Auf was kommt das dann? 3333 wäre richtig genial. Ist aber leider dann drüber. Denke ich mir, ich glaube nicht, dass die 2%... Oder vielleicht haut es auch komplett hin, dass das 3333 hat. Das war es aber jetzt von meiner Seite aus. Der Ditschen wartet schon. Ne? Wir ziehen weiter, wir gehen zum Klempner, der Klempner geht zu uns und so weiter. Wir treffen uns in der Mitte. Das war's von dieser Folge. Richtig genial. Raids sind leider immer noch keine da. Wir warten auch eigentlich auf den Fünfer. Nix, den ganzen Tag schon. Alles leer, alles tot. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Ditschen. Da hinten irgendwo. Norman Ritter in Aktion. Okay.